Willkommen zurück in der Gott-Kampagne. Gott-Modus Cinematic Playstyle-Kampagne. Ich würde gerne trotzdem ganz kurz die Geschichte von Slaanesh und Enkari hier nochmal mit reinbringen. Einfach nur so, weil es dazugehört. Slaanesh, also die Fraktion an sich. Chaos-Dämon Slaanesh. Slaanesh strebt auf Kosten anderer Seelen nach Exzess, Beglückung, Genusssucht, Schmerz und amoralischen Freuden. Er ist der Jüngste unter den Göttern des Chaos, da die komplexen Gefühle erotischer Begierde und Dekadenz nur von intelligenten Völkern empfunden werden können. Im Reich des Chaos erfreut sich der dunkle Prinz an jeder neu entdeckten Empfindung. Er spornt die vor Begierde strotzenden sterblichen Bewohner an, immer stärker nach Stimulation zu streben. Die Diener des Slaanischs werden von ihrer finsteren Leidenschaft beherrscht und ihr Drang, die Gunst ihres androgynen Gebieters, treibt sie zu immer mehr verkommenen Gräueltaten. Und so bekriegen Slaanischs Anhänger die Nationen im Süden, verführen ihre Feinde dazu, sich in den Diensten ihres dunklen Gottes zu stellen und bringen Unheil über jene, die ihrer Verführung widerstehen. Und dann unser Freund hier, Enkari. Enkari ist ein Zerstörer der Reinheit, ein Schänder der Gläubigen und ein Herold der Verdammnis. Für ihn sind Angst und Wollust die saftigsten aller Gerichte. Doch jede Art sterblicher Verzückung hat für ihn Nährwert. Ganz besonders, wenn das Opfer von den Höhen einer Empfindung in die Tiefen einer anderen gestürzt werden kann. Nichts ist für Enkari köstlicher, als einen stolzen Lackaffen der Verehrung seiner Anhänger zu entreißen und in blanken Entsetzen zu ertränken, nur um ihn dann gebrochen und von seinem eigenen Schmutz besudelt im Spott jener Kameraden auszusetzen, die ihn zuvor bejubelten. Ist schon harter Tobak, ne? Ey, wenn die Filme über diese ganzen Fraktionen mal oder über Warhammer machen würden, boah, das wäre so episch. Gut, wir gehen wieder rein in unsere rosa Pussy-Welt. Ich habe auch meine Fraktion jetzt hier umbenannt. In OW einfach. Gut, und nochmal dazu. Wir spielen mit Cheats, weil wir die Schlachten cineastisch reingezoomt genießen wollen. Ich erwähne es jetzt hier nochmal. Und ab dann werde ich das nicht mehr dazu sagen. Lorelei, wir haben dich geschändet. Ha! Gut, Douse this world in sensation. Ich würde jetzt, wie gesagt, hier komplett auf Wachstum gehen. Hat das nicht gespeichert vorhin? Da ich so schnell wie möglich im Hauptgebäude nachher hier hochkommen will. Wachstum. Reißen wir später wieder ab. Ist nur am Anfang für mich wichtig. Und ich möchte die Stadt bitte umbenennen. Sexy City. Gut, was holen wir uns zuerst? Komm, wir holen uns erst die Hauptstadt. Jetzt knallt's hier nämlich. Talon. Eure Krieger haben die Stadt erreicht und sind für die Schlacht bereit, mächtiger Führer. Wägt dennoch eure Optionen ab. Den Feind zu umzingeln und auszuhungern könnte noch die angemessenste Vorgehensweise sein. Nein. Herr der Ringe-Feeling. Jetzt knallt's hier wieder. Gut, wir gehen rein. Ich halte meine Klappe und wir genießen es einfach, ne? Der gute Valen glaubt sich hinter seiner Stadt, seinen Toren und seinen Mauern sicher. Ja, Valen. Auch du wirst komplett geschändet. Und dann ist dies mein Thronsaal. Hier werden wir wollüstig und leidverbreitend thronen.
So. Als erstes. Eure Streitkräfte sind angriffsbereit. Die feindlichen Befestigungen sind beachtlich, doch mit Beharrlichkeit lassen sie sich überwinden. Vertreibt den Feind und reißt diesen Ort an euch. Ja, das werden wir tun, aber zuerst schauen wir uns natürlich die Karte wieder an. Oh ja, guck mal, selbst solche Details, ja. Ist so gut, ist das ein Drive? Boah, du Hübscher. Guck mal, jetzt stell dir mal vor, ne? Du würdest hier so in der Stadt wohnen. Alles schön, alles Gold und edel und fein. Und dann stehst du hier auf der Mauer mit dem Kaffee. Und du siehst einfach nur am Horizont schon, wie dieses lüsternde, böse, lodernde leuchtet. Na, es regnet hier schon Asche, guck mal. Und da sind sie. Guck. Wir gucken sie uns nochmal an. Wir werden sie zwar gleich nochmal sehen, weil wir, wie gesagt, jede Schlacht cineastisch spielen. Weil wir es uns leisten können. Ja, meine Konkubinen. So. Komm, wir gucken uns die Stadt wenigstens mal an. So schön gemacht. Ja, hier wird alles voller Leichen gleich sein. Oh ja. Diese Details, ne? Die haben sich solche Mühe gegeben. Und bei anderen Let's Plays sieht man das einfach nie. Ich will mir das hier alles angucken. Herrlich, ne? Oh ja. Hier geht's zum Thronsaal. Ah, ich hasse ja nun keine Elfen. Habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt, ne? Aber wir fühlen uns hier so rein. In unsere Rolle als Chaosgott Enkari. Ach, guck mal, so schön, ne? Aber auch überheblich. Elfen sind schon ein überhebliches Volk. So ein bisschen, ne? Die sind sehr stolz. Zu stolz teilweise. Oh, hier. Einfach nur hübsch. Schön gemacht, ne? Kannst du nichts sagen. So, von wo aus greifen wir denn an? Mein Guter. Jetzt halte ich nämlich meine Klappe. Wir übergeben gleich der KI. Komm, wir wollen gucken. Gefangene eignen sich bestens als Spielzeug für den Prinzen der Freuden. Je mehr Feinde vor euch fallen, desto mehr Segen des Lanesch werden euch zuteilen. Achtung! Herr der Ringe! Feuer, Feuerhagel, Achtung! Aua, aua, aua. Herr der Ringe! Ah!
sollte es beginnen. So episch. Oh, ich krieg immer Pippi in der Augen bei dem Spiel. Das Tor ist jetzt auf. Jetzt knallt's. Hier kommen sie. Es ist so episch. Oh ja, Anführer gegen Anführer. Drängt sie zurück, meine Konkubinen! Flieht, ihr Narren! Schlachtet sie alle ab. Der feindliche General hat die Flucht ergriffen, mein Herr. Was für ein trauriges Spektakel. Sicher wird seine Armee ihm bald folgen. Hope is fading. Der feindliche General wurde in der Schlacht verwundet, kann seine Truppen nicht mehr anführen. Nutzt euren Vorteil aus! The Ever Queen! Seht das Ende! Oh,
eurer heilen Welt. Dreckiger Elfenabschaum. Wollt ihr ein paar Pheromone? Jetzt knallt's. Achtung! Machst du kaputt? Wie schnell der ist. Ich komm gar nicht hinterher manchmal. Oh, guck dir die Suppe an. Fleet. Yeah. Los, schnappt sie euch. Die Bilder und der Sound, ne? Das ist so episch. Ja. Ja, diese Stadt gehört uns. Hier, guck dir das an. Da ist nichts, da bleibt nichts. Guck doch mal, was wir hier gemetzelt haben. Flieht. Flieht. Und berichtet, was auf die Welt zukommt. Die warme Welt wird fallen. Dies ist die Endzeit. Yes! Yes! Oh ja, der eskaliert nochmal. Jawohl! So viele wie möglich mitnehmen, das bringt alles Geld. Einfach halbiert, guck. Ja. Wo sind denn meine Slanisch-Bestien? Ja. Die mag ich so. Ich behaupte zu sagen, das ist das epischste Spiel dieser Welt bis jetzt. Herr der Ringe! Leckt sie zu Tode. Ja, Exzesse. Für euch alle. Ewiges, leidhaftes Vergnügen für euch. Absolute Obedience. Beautiful pain. So krass, wie die sich so da durchkämpfen. Wie die übelsten Sportler. Okay. Wo geht denn noch ein bisschen was ab? Gar nicht. Lassen wir sie fliehen, oder? Ja. Diese Stadt ist mein. Ach komm, wir tun die nochmal schön. Agonizing death.
Einfach mit giftigen Pheromonen. Boah, ja, yeah, das tut weh. Das zerbröselt euer Gehirn. Für diese Pheromone seid ihr nicht geschaffen. Gut, da haben wir doch eine schöne Stadt für uns. Ja, guck sie dir an. Liegen im Dreck wie Spieter, absolute Müll. Ja. Wir spielen ja die Bösen und werden ein richtiges Arschloch sein. Richtiges, dreckiges, böses Arschloch. Ja. Gut. Reicht. Ja, mit Cheats spielen macht dann schon Spaß. Das war's mal für Valin. Der ist nix, der war nix. Dreckiger Elf. Ja, und so wird das jetzt in jeder Schlacht gehen. Cineastisch. Einfach genießen. Herr der Ringe! Da bleibt nix. Alle weg. Alle weg. Gib mir die Pinke, Baby. Die Verteidigungen sind gefallen, mein Kommandant. Nun entscheidet ihr über das Schicksal derjenigen hinter diesen Mauern. Tja, das ist mein Thron. Mein Lustthron. So werde ich die Stadt auch nennen. The Tempterlord. Lust. Thron. Der Lustthron. Gut. Was haben wir denn hier? Das werde ich dann wieder als nächstes nehmen. Wachstum. Wir werden so schnell... Geh mal weg, mein kleiner Opa. Wir werden so schnell hier oben auf Stufe 5 sein. Das geht so rasant bei Slanisch. Dauert jetzt noch einen Moment, weil ich brauche ja noch hier... Nee, Moment. Moment, hier. Die Stadt brauche ich jetzt noch. Elysia. Oh. Wie hoch ist denn unsere Korruption jetzt hier? Guck mal, jetzt verändern wir hier alles. Es wird alles jetzt so richtig... Ah, stechend rosa hier. Die Dornen. Ja, das musste unten einschieben. Oh! Ah. Ja, Slanisch, du bist schon eine abgedrehte Sau. Gut, dann leveln wir noch. Let me imbibe your essence. Das ist halt so gut, wenn ich die Fähigkeit mal einsetze. So, was nehmen wir denn? Wir haben 2 Punkte. Ich würde hier erstmal auf Nahkampfangriff gehen, dass der einfach nur noch mehr Leute rumboxt. So. 87 Nahkampfangriff, das ist sehr, 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 sehr gut. How delightful! Reliquienschwert. Gestohlen von Valin. Hier habe ich aber Nahkampfangriff, ne? Schaden 520 ist richtig gut. Lass mich. Ich schieb's mal auf. Gut. Dann haben wir's soweit. Und hier drinnen werde ich erstmal bleiben. Da meine Armee sich jetzt erstmal heilen muss, die hier in der Stadt drinne ist. Das heißt, wir kümmern uns jetzt ums Bauen. Und ich stelle noch was um. So. Eure Fraktion, einzelne Fraktionen. Genau.
wir werden auch das im cineastischen Modus halten, wie sich die Armeen der Gegner und deren Kommandanten bewegen. Gut. Hier speichern wir unsere rosa Pussywelt. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Dann haben wir unsere erste Provinz gesichert, wenn wir uns Elysia noch leckend unter unsere Fittiche reißen. Auslerne ich. Na, mal sehen, wie das wird, wenn ich da mit Nurgle oder Korn noch irgendwann spiele. Was ich mir da so für mitnehmen an den Tag lege. Aber es muss so, man muss sich hier so ein bisschen nein. Alles klar, bis dann. Lalalala.